Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video geht es hauptsächlich darum, die Erkenntnisse der letzten Videos nochmal schön zusammenzufassen und allgemein darzustellen und zu benennen. Deswegen wirst du auch den Satz von Vietar kennenlernen und eben auch sehen, dass du ihn eigentlich schon kennst. Genau. Ja, zuallererst werden wir mal die Erkenntnis des letzten Videos nochmal mit Variablen nachrechnen. Also wir haben diese quadratische Gleichung gegeben, dann wissen wir eigentlich schon, obwohl es nur Variablen sind, dass die Lösungen wie heißen müssen? Genau, nach dem Produkt von Nullsatz ist ja nur dann dieses Produkt 0, wenn zumindest eines dieser Faktoren 0 ist. Also entweder x minus x1 0 ist, dann ist aber x gleich x1. Damit haben wir die erste Lösung x1. Oder eben x minus x2 ist 0, dann ist aber x gleich x2. Und damit haben wir die zweite Lösung. Also die Lösungen müssen x1 und x2 sein. Wenn wir diese Klammer jetzt ausmultiplizieren, dann haben wir das, also x mal x ist x Quadrat, minus x1 mal x ist das, dann haben wir x mal minus x2, das ist das, und dann zuletzt noch minus x1 mal minus x2, das ist plus x1 mal x2. Diese Sachen lassen wir so stehen und bei denen heben wir x heraus, bleibt uns also auf der einen, also minus x1 und minus x2. Und wenn wir jetzt diesen Ausdruck und diesen Ausdruck vergleichen, der ja dasselbe sein muss, weil auf den sind wir erst gekommen, indem wir diese Klammern ausmultipliziert haben, dann sehen wir, also es ist auch farblich schön hervorgehoben, aber das, was mit dem x multipliziert wird, ist ja das p. Also das p muss minus x1 minus x2 sein. Das q ist ja das, was übrig bleibt, also muss es x1 mal x2 sein. Das ist wirklich genau dasselbe, wie wir im letzten Video mit konkreten Zahlen gerechnet haben. Also p muss erst minus erste Lösung minus zweite Lösung sein und q muss erste Lösung mal zweite Lösung sein. Der Mehrwert von dieser Rechnung hier ist eben, dass das allgemein gerechnet wurde. Also wir haben gesehen, dass das nicht nur in dem einen Beispiel vom letzten Video funktioniert, sondern bei jeder quadratischen Gleichung von dieser Form. Genau. Und die zweite Sache, was wir behandeln wollen, ist der Satz von Vietar. Der sagt aus, dass x1 und x2 genau dann Lösungen dieser Gleichung dieser quadratischen Gleichung sind, wenn x1 plus x2 minus p ist und x1 mal x2 q ist. Wir haben hier minus p stehen. Im Prinzip ist es ja dasselbe, wenn wir das jetzt mit minus 1 multiplizieren, haben wir hier x1 plus x2 und auf der anderen Seite minus p. Also das und das ist genau dasselbe von der Aussage her. Und des Weiteren beinhaltet der Satz von Vietar, dass diese beiden Lösungen, also x1 und x2, auch dazu verwendet werden können, diesen quadratischen Term, also eben die linke Seite in dem Fall, in Linearfaktoren zu zerlegen. Also dass wir das ist gleich das machen können, was wir auch schon in einem der letzten Videos besprochen haben. Des Weiteren ist das eben auch eine Genau-dann-wenn-Aussage. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Wenn x1 und x2 Lösungen von dieser Gleichung sind, dann muss das und das gelten, ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage ist, wenn für irgendwelche Zahlen das gilt, also diese beiden Bedingungen gelten, dann sind diese beiden Zahlen die Lösungen dieser Gleichung.
ist die zweite Aussage. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Im nächsten Video werden wir dann diesen Satz von Vietar tatsächlich schön beweisen. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.